Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meine Torten- und Kuchenwelt. Heute habe ich für euch ein Bananen-Tiramisu-Rezept, ist auch der Hammer geworden. Jetzt komme ich aber zu den Zutaten dazu. Ich habe erstmal eine Packung Schlagsahne mit zwei Päckchen Sahne steif geschlagen. Dann habe ich zwei Packungen Schmand mit einem Päckchen Vanillezucker und 200 Gramm Puderzucker auch geschlagen. Und gebe 500 Gramm Magerquark hinein. Bei Bedarf könnt ihr noch ein bisschen Puderzucker hinzufügen. Dann wird die geschlagene Sahne einfach untergehoben und fertig wäre dann die Creme. Wir brauchen 4 bis 5 Bananen. Es ist natürlich davon abhängig, wie groß euer Auflaufform ist oder Backform ist. Die Bananen habe ich schon mal in dünne Scheiben geschnitten. Dann brauchen wir Löffel Biskuits und Kakao, um die Biskuits einzuweichen. Ich habe ganz normal Kakao vorbereitet. Ihr könnt natürlich auch fertigen kaufen. Jetzt werden die Löffel Biskuits in Kakao eingeweicht und in die Auflaufform oder in die Backform gegeben. Jetzt gebe ich die Hälfte der Creme darüber und streiche das einmal glatt. Dann gebe ich die Bananenscheiben über die Creme. Und noch eine Schicht Löffelbiskuits. Und gebe dann die restliche Creme noch darüber und streiche das einmal glatt. Dann kommt der Kuchen mindestens für 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank. Am besten ist das natürlich über Nacht. Nächsten Tag habe ich den Kuchen aus dem Kühlschrank rausgeholt und mit reichlich Kakao bestreut. Anschließend habe ich den Kuchen mit Bananenscheiben dekoriert. Wenn ihr die Torte später essen werdet, dann würde ich auf frische Bananen verzichten. Die werden braun. Dann könnt ihr Bananenchips nehmen. Wenn der Kuchen sofort gegessen wird, dann könnt ihr frische Bananen nehmen oder kurz vor dem Verzehr mit Bananenscheiben dekorieren. Das geht auch. Jetzt werde ich den Kuchen für euch anschneiden und natürlich auch probieren. Also ich kann nur sagen, der war richtig super, super lecker und ich kann es euch mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Probiert das unbedingt aus, das sage ich jedes Mal. Aber es ist wirklich so, wenn das nicht schmecken würde, würde ich das gar nicht hier reinstellen. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.